Hey ho und willkommen zum vierten Spiel der Vorrunde. Dieses Mal haben wir das Rückspiel zwischen Wächter Khan und Richard Kardinal. Ja, schauen wir mal, wie das ausgeht. Jetzt sind die Positionen vertauscht worden, also Richard ist gegenüber vom Khan und Kardinal ist gegenüber vom Wächter. Mal schauen. So, Geschwindigkeit wieder auf 90. Ja, Richard baut wieder seine Burg 2. Das hatte ich ja im letzten Spiel erklärt. Da ist einfach der Vorteil mit dem Torhaus, dass er da Chancen hat, dass er da gedeckt ist, halt durch den Kardinal. Dass das Torhaus ihm nicht zugestellt wird vom Khan. Ja, der Kardinal baut dieses Mal seine Burg 1, also seine andere Burg. Die er schon so langsam zieht. Die Kirche ist es dieses Mal. Davor hatten wir das Kirchensymbol eher. Ja, beim Wächter mal gucken. Die Burgen sind sich sehr ähnlich, also die große und die kleine, aber er baut hinten keine Trieböcke bisher. Das ist in der Regel ein Zeichen, dass die große Burg wird, die er baut. Ja, und beim Khan ist es ja sowieso aktuell immer die gleiche. Ja, wie stehen dieses Mal die Chancen? Schwer zu sagen. Ich habe da auch viel getestet. Es hängt halt jetzt sehr viel davon ab, wie schnell hier Richard vorankommt. Vorteil ist halt, Richard geht wirklich immer auf den nächsten. Und das ist halt hier der Khan. Deswegen, da kann es zumindest nicht sein, dass er sich die Zähne erstmal am Wächter ausbeißt. Aber er muss halt erstmal beim Khan durchkommen. Wenn ihm das gelingt, sieht es gut fürs Team aus. Gelingt ihm es nicht, wie im letzten Spiel auch mit dem Kardinal zum Beispiel, dann. Ja. Dann wird es schlecht für die beiden. Ja, der Khan hat halt wieder am Anfang viel Gold. Truppen sammelt er auch so langsam. Muss sich, wie gesagt, Richard ranhalten, aber er hat zumindest schon mal eine gute Anzahl an Leuten. Ja, welche Burg letztendlich wirklich besser für dieses Format oder für diese Kombi ist vom Kardinal, ist schwer zu sagen. Es gibt leider immer mal wieder Probleme mit den Baumeistern, aber das kann ja bei jeder Burg leider passieren. Und die brauche halt wirklich später zum Belagern vom Wächter. Aber mal sehen. Da lässt sich halt dann nicht viel machen. Ich habe auch schon nochmal getestet, die Baumeistergilde weiter wegzustellen, dass es hier halt keine Probleme mit den Mauern und Türmen gibt, aber es hat leider auch nichts gebracht. Ich meine, ich könnte die auch noch weiter wegstellen, wo jetzt hier etwa die Holzfällerhütten sind. Aber ob das dann so gut klappt, dann hätte er halt andere Nachteile damit, dass die halt eventuell noch schneller zerstört wird und dergleichen. Mal sehen. Erstmal wird er wieder auf den Wächter gehen, wenn der Khan nicht schwächer wird. Der Khan greift schon an. Mal sehen, wie weit er damit kommt. Richard halt mit seinen paar Bogenschützen. Aber Khan denkt sich, okay, lieber noch ein paar aufsparen, die nehmen wir zurück. Hauptsache Leitern an den Mauern. Naja, auch nicht so dumm, weil wenn das Tor zu ist, stört das halt auch Richards Wirtschaft. Aber zum Glück hat er gerade die Leiter weggeschossen, sonst hätte er hier jetzt vielleicht schon wirtschaftliche Probleme. Ja, Richard muss hier echt rauskommen, sonst wird der Khan zu stark. Und dann hat er wieder die Probleme. Gibt es die Probleme wie beim letzten Spiel. Der Khan hat aktuell das Gold, um sich gut aufzubauen. Ja, Wächter noch im Aufbau, auch wenn der größte Teil der Burg steht. Das Tor pflanzt er meistens auch noch hier irgendwann dazu. Aber irgendwie damit lässt er sich besonders viel Zeit. Aber ich habe es ja schon ein paar Mal so Spiele getestet und in der Regel baut er es. Andererseits, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, der Wächter ist trotzdem stark genug in der Verteidigung. Selbst wenn er es nicht bauen würde, wäre er noch richtig gut dabei. Ah, ein Angriff vom Richard. Mal sehen, könnte vielleicht sogar, obwohl es eigentlich der erste sein müsste, sieht das nach einem gar nicht so kleinem aus. Die Katapulte kann er sich ziemlich sparen. Ja, wenn er die aufgebaut bekommt, was ich kaum glaube hier bei denen, könnte halt natürlich die Tore zerschießen, was praktisch wäre, aber nee. Der Khan ist gerade zu gut aufgestellt von seinen Schützen. Mal
sehen. Aber ja, Reiter töten ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Um den Khan zu schwächen. Obwohl er halt aktuell echt noch gut Gold hat. Da muss ich Richard echt dranhalten. Und hier ist halt der Riesenvorteil für Khan-Wächter, dass Richard meistens als der Schlechtere gilt, weil er halt wenig Truppen hat oder so langsam rekrutieren kann im Verhältnis zum Kardinal. Auch wegen dem Gold durch den positiven Angstfaktor ist der Richard ja meistens schlechter aufgestellt. Deswegen wird er eher zum Angriffsziel und ja, ihr könnt euch ja vorstellen, was das beim Khan bedeutet, wenn der angreift. Deswegen halt diese Kombi oder diese Aufstellung, weil wenn das Tor vom Richard zu ist, dann war es das eigentlich schon. Hier kann wenigstens der Kardinal noch ein bisschen helfen. Ja, Richard macht mir auf dem Feld dann auch nicht schlecht. Er müsste zwar eher den Khan noch killen, aber ist auf jeden Fall auch von Vorteil, die Reiter loszuwerden. Wie gesagt, ich möchte eigentlich nicht so parteiisch sein, aber Team Richard Kardinal ist hier in diesem Match auf jeden Fall schlechter aufgestellt. Die haben es deutlich schwieriger. Khan haut einiges raus an Reitern, das ist schon ordentlich. Gerade bei Richard, wenn er da angreift. Und mit den Leiterträgern. Gut, er wird ihn nicht killen mit den paar Speerträgern, aber kann ihn halt ordentlich schwächen. Das macht halt auch viel mit Richards Wirtschaft und seinen Angriffen wiederum. Wobei irgendwie gerade schickt er die Reiter nicht nach vorne. Oder erst sehr spät. Die Leitern, wisst ihr ja vom Patch, die halten halt jetzt mehr aus, aber sonst wären die halt auch völlig unnütz. Und die kosten ja dafür auch ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, bringt das bei Richard überhaupt was? Nö. Also die Leitern werden ja eh nicht effektiv genutzt, wenn der KI-Gegner keine Treppe drin hat. Also die würden dann nicht zum Beispiel auf die Mauer gehen und dann das Tor öffnen, wie es ja eigentlich praktisch oder gut wäre, aber machen sie nicht. Deswegen, wenn Richard bei einer Burg eine Treppe hat, dann nützt das was. Deswegen war das auch bei den anderen Spielen, wenn der Marschall eine Burg hatte mit einer Treppe drin, bei seiner Burg 8 ist das nicht, wie ich gesehen habe, aber bei der 3er, glaube ich schon, da hatte Wulstek viel besseres Potenzial, den Marschall zu killen. Ja, da nutzt der Khan gut seine vielen Reiter zur Verteidigung. Hier sind die natürlich gut aufgestellt. Hätte die jetzt hinten bei den Farmen und Richard greift hier gut an mit ein paar mehr Truppen, dann könnte es das auch schnell gewesen sein, aber der Khan nutzt momentan seine Truppen gut. Khan der Unberechenbare. So hätte ich ihn eigentlich auch mal nennen können. Statt die vielen, vielen anderen Namen. Khan der Unberechenbare. Okay. Momentan baut er nicht sein Tor. Könnte am Gold liegen, beim Wächter. Gucken, ob er da noch Gold reinbekommt. Weil der ist tatsächlich einer, der spart nur 50 Gold. Und sonst gibt er alles aus. Das kann ein Riesennachteil natürlich für einen Wächter sein, aber gerade auch um Verteidigungstruppen zu rekrutieren, ist das ziemlich gut. Seine Wirtschaft ist eigentlich auch nicht schlecht mit hier 4 Eisenminen. Ja, vielleicht. Ich glaube, er hat eigentlich noch mehr, aber vielleicht baut er die gerade nicht alle auf. Oder hat noch, ja, hat noch was zum Khan gesetzt. Puh, aber der Khan, so viele Reiter hier. Wie gesagt, wenn die hier hinten stehen, dann hat Richard auch gute Chancen, da durchzukommen. Wenn er die aber als Raids benutzt, also als Störangriffstrupp, dann ist es auch richtig heftig für beide. Auch wenn der Kardinal hier mehr auf den Mauern hat. Der kann damit auch schlecht mit so vielen Reitern. Ja, gerade passiert nicht so viel. Doch, Richard macht hier ein bisschen was mit den Reitern. Aber das haut rein, was der Khan hier aufbringt. Khan, Kardinal. Ich glaube, die werde ich noch öfters verwechseln, aber es ist ja vorerst das letzte Spiel, dass die beiden gegeneinander kämpfen. Ja, aber hätte jetzt Richard hier hinten sein Tor und der Khan würde wie beim normalen Angriff, das ist ja jetzt nur ein Störangriff, die Reiter da stehen lassen. Ja, dann könnt ihr euch vorstellen, ist Richard lahmgelegt und kommt nicht mehr zu viel. Ordentlicher Trupp. Wie viel hat er denn insgesamt? Ja, fast 200, das ist beim Khan sehr effektiv. Dadurch wird er auch nicht zum Schwächsten. Wenn Richard es auch nur schaffen würde, den Khan zu schwächen, nicht mal zu killen,
dann würde ja der Kardinal auch zu Hilfe kommen, wenn der Kahn mal schwächer wäre als der Wächter, aber ist er halt aktuell nicht. Deswegen, Richard hält sich echt nicht ran. Müsste er mal was rausschicken, aber ich glaube, da wird er zu sehr vom Kahn gestört. Das ist halt so das Problem von dem Team. Wenn sie gestört werden, kommen sie nicht mit Angriffen raus und wollen sie zu viel klären. Kardinal mit einem Angriff. Ein bisschen zu nah halt. Ansonsten könnte er da gut beschießen. Aber die werden schnell kaputt gehen. Deswegen, da braucht er halt echt Richard. Wenn Richard das hier unten nicht langsam mal klärt, dann wird es der Kardinal schwer haben, bei dem Wächter durchzukommen. Auch wenn er jetzt hier schon echt ganz gut was rausschickt. Was ungewöhnlich ist für den Kardinal. Dass der schon so viel raushaut. Und der hält länger durch als Richard in der Regel, aber er ist natürlich, hat auch so seine Probleme mit dem Wächter, seinen Pikenieren. Ist hier auf dem Feld nicht, aber ja, halt in der Verteidigung. Das ist einfach so heftig beim Kahn, wenn es bei dem mal läuft. Gut, Gold hat er jetzt nicht mehr viel, aber halt ordentlich Truppen. Das Gold kriegt er schnell genug wieder rein. Wenn die nicht gerade sterben, hat er echt keine Probleme. Und Richard nochmal gucken. Ja. Könnte langsam auf den Angriffstrupp kommen, aber da muss er sich was einfallen lassen, wenn er das reißen will. Wächter immer noch nicht sein Tor. Vielleicht denkt er sich auch einfach, ach, ist ja geschenkt das Spiel, braucht kein vorderes Tor. Die kommen bei mir eh nicht durch, den Rest macht der Kahn. Hat er fast recht, wenn er so denkt. Zumindest in der aktuellen Situation. Ja, ja, der Kahn. Wenn man mal an sein Tor kommt, ist man so schnell durch, kann ihn so schnell killen. Ist er tatsächlich einer der schlechtesten in der Verteidigung. Außer er nutzt halt die Reiter sehr gut zur Abwehr. Aber wenn es eben gut läuft und die Gegner so, ja, so wenig machen wie Richard aktuell, dann kann der Kahn halt ein übles Monster werden. Deswegen ist er für mich auch so schwer einzustufen, so schlecht zu berechnen. Ich habe keine Ahnung, wie weit es Wächter Kahn bringen wird. Mit der Konstellation gerade wegen Kahn. Richard einen Angriff. Gut, Belagerungsgeräte kann er sich schenken. Nicht nur, weil die nicht so viel bringen. Werden eh weggeballert. Die werden es auch nicht weit bringen, es sei denn, der Kahn zieht die Truppe ab. Aber selbst da. Ist eigentlich die Schwäche vom Kahn gepanzert, aber wenn er seine Reiter so gut einsetzt. Null Chance für Richard. Das ist ja ein Pfeilhagel von schätzungsweise 160. Ich meine, das ist ja fast alles, was der Kahn an Truppen hat, was er hier rumreiten lässt. Aber das schwächt ihn schon ein bisschen. Wird aber nicht reichen, dass er als der Schlechtere dasteht, es sei denn, ja, Wächter hat jetzt auch nicht so viel Truppen, nicht mal mehr als der Kahn. Und das braucht er, um als Schlechtester dazustehen. Ja, falls ihr mir nicht glaubt, dass der Kahn auch übelst schnell sterben kann, ihr könnt es gerne mal ausprobieren in Konstellation mit anderen Teams gegen den Kahn. Also nicht gegen ihn unbedingt allein, aber meinetwegen auch in der Konstellation. Es kann schon sein, dass der auch echt schnell stirbt. Aber aktuell läuft es für ihn richtig, richtig gut. Zwar nicht mehr so viel Gold, aber die Reiter. Die Reiter sind viele, viele, viele. Und das ist ja auch seine Stärke. Kardinal. Was macht der so? Bisschen Gold sparen. Aber das braucht er nicht. Erstmal zumindest nicht. Erstmal braucht er die Angriffe. Am besten gegen Kahn.
gegen Wächter. Gut, wenn er ihn schwächt, kann er sich halt natürlich länger am Leben halten, aber ansonsten. Ich mache mal ein bisschen schneller. Ah, jetzt hat das endlich mal aufgestellt, der Wächter, sein Tor. Jetzt ist die Burg komplett. Ja, die gingen gut weg, die Reiter. Das haben sie gut geklärt, die beiden, aber waren vielleicht auch nicht so viele. Mal sehen. Ja, Kahn hat immer noch zu viele, dass das hier klappen könnte. Bei den Angriff und den Raids, ouch. Aber wenn er die jetzt alle verlieren sollte oder die meisten gegen Kardinal, könnte ihn das statistisch zumindest schlechter machen. Darauf kommt es halt echt drauf an, auch für das Team. Weil wenn er halt, wie gesagt, geschwächt ist, oder der Wächter zumindest besser, dann wird das Angriffsziel vom Kardinal wechseln. Der hat dann durchaus Chancen, den Kahn zu killen. Andererseits, er muss auch am Wächter vorbei. Darf man auch nicht vergessen. Der wird ihn dann hier mit seinen Ballisten auch ganz schön beballern. Mal gucken. Richard gut geklärt. Aber sogar sein Turm ist kaputt. Ja, der Kahn. Ist echt schwer einzuschätzen. Okay, Kardinal rennt hier oben rum, denkt sich, okay, die Reiter reichen nicht. Ich störe noch ein bisschen mit meinen Schwertkämpfern. Die kommen ja sowieso nicht durch. Oder das ist der Gedanke von den Schwertkämpfern. Nee, nee, die Burg kannst du knicken mit der Anzahl. Wir hauen lieber ein paar Gebäude drumherum kaputt. Lass den erstmal schwächen und dann sehen wir weiter, ob wir da nochmal reinrennen. Naja, gestorben sind sie trotzdem. Also, geopfert haben sie sich trotzdem. Für den Glauben oder für was auch immer. Ja, aber Richard steht noch, hat zumindest auch noch genug Gepanzerte. Das ist halt so die Sache. Der Kahn hat halt kein gutes Killpotenzial. Weil er halt echt wenige Speerträger die meiste Zeit schickt. Aber er kann halt den Gegner richtig entwaffnen und lahmlegen. Und irgendwann kommt er halt dann auch mit denen durch. Weil es halt auch mehr Speerträger werden, er irgendwann auch die wegschießt, die auf dem Bergfried drauf sind. Schon mal ein ziemlich harter Angriff vom Wächter. Das sieht schon schlecht vom Kardinal hier aus. Aber er hat noch Pechkipper, die er daneben kippt. Okay. Knappe Sache. Und bei Richard sieht es auch nicht so aus, als ob der bald angreift. Kardinal, du störst den Falschen. Die Wirtschaft vom Kahn zu stören wäre viel effektiver, weil der Kahn halt echt sein Gold braucht. Jetzt hat das zwar, aber er gibt es halt auch so schnell aus. Wenn wirklich die Reiter hier tot wären, das würde ja alles nachrekrutieren, dann wäre das Geld so schnell weg. Und langfristig wäre dann geschwächt. Das sagen wir so. Wenn der Kahn wirklich seine Reiter mal verliert und dann kein Gold mehr hat, dann hat er ein Problem. Weil dann kommt er in der Regel nicht mehr gut nach und ist schnell tot. Aber zu dieser Situation kam es halt hier nicht. Weil Richard einfach zu wenig gemacht hat. Hätte er mehr angegriffen, vielleicht mit ein paar mehr Truppen, aber es ist halt so ein Wirtschaftsding bei Richard immer. Das ist durch den positiven Angstfaktor, die Burg ist jetzt nicht so riesig. Gut, die größere Burg hätte eine bessere Wirtschaft, habe ich auch schon überlegt, aber da ist halt echt das Problem, dass... Da ist das Problem, dass der Kardinal ihn da nicht gut deckt, denn dann hat er hier seinen zweiten Mauerring. Der Kahn kommt in der Regel mit seinen paar Speerträgern durch und dann reiten die Reiter halt im Innenring rum um die Burg und werden richtig schlecht getroffen vom Kardinal.
Ist also auch nicht besser. Sonst hätte ich nämlich echt überlegt, die großen Burgen reinzunehmen, weil die wirtschaftlich ganz gut sind. Aber mit den Toren, die dann zu sind und zu Sachen und die schlechtere Deckung, das hat sich halt dann nicht gelohnt. Mal gucken, wenn er die hier verliert, der Khan. Wäre geschwächt. Andererseits, Kardinal hat es auch nicht leicht. Weil er halt auch immer so wenig Verteidigungstruppen an Schwertkämpfen hat. Der Wächter hier gut durchkommt. Irgendwie klappt es auch mit dem Pech nicht ganz. Oh, da sind noch einige Pikeniere. Feuer gut gesetzt. Kardinal macht immer knappe Sachen. Das habe ich auch schon in anderen Spielen erlebt. Der rettet sich echt in letzter Sekunde noch. Oh, aber er hat Bogenschützen. Die sind hier für das Spiel Gold wert. Sonst wäre es schon ganz anders ausgegangen. Also dann wäre Richard noch schneller tot gewesen und der selber auch. Aber Richard kommt halt hier echt nicht zum Angreifen. Es wäre nur, wenn er jetzt eine Verschnaufspause bekommt und ja, der Khan hat weniger Reiter, hat aber auch noch viel Gold. Es kann gut sein, dass der das nachrekrutiert. Dann kommt es zumindest erstmal nicht voran, das Ganze. Und langfristig wird halt der Kardinal draufgehen. Mal sehen. Wächter könnte aber jetzt stärker gewertet werden. Das könnte halt von Vorteil sein für den Kardinal, seine Angriffe. Für das Team. Aber Wächter greift halt auch schon wieder an. Da ist er halt auch gut drin. Ja, Wächter ist wirklich nicht nur gut in der Verteidigung, auch in Angriff. Auch wenn er da nicht optimal ist, also nicht total stark. Optimal. Kardinal hatte hier seine Angriffstruppen. Das hat ihn gerettet. Ja, wenn er sich so halten kann und der Khan hier seine Reiter verliert, könnte Richard irgendwann noch rauskommen. Aber das wird echt eine knappe Sache, wenn sie überhaupt noch eine Chance haben. Ich sag nicht, dass sie null ist, aber sie stehen nicht gut, die Chancen. Der Turm ist auch kaputt. Aber Richard weiß zu klären. Manchmal ist das sogar besser, als wenn er hier als bedrängt wird, dass er seine Truppen rausschickt und die Reiter killt. Dass er die los wird. Mal sehen. Ja, aber Khan hat immer noch viel Gold, viel Reiter. Das reicht noch nicht. Kardinal ist fast die Frage, ob es gut ist, wenn er angreift oder eher schlecht. Weil er braucht die eigentlich auch in der Verteidigung, die Truppen. Aber er könnte halt endlich mal den Khan killen und Richard entlasten. Weil wenn der Khan mal gekillt ist, hat ja Richard auch seine Ruhe. Zumindest außer wenn jetzt der Wächter den Kardinal killen würde. Aber solange der Khan am Leben ist, wird halt hier Richard ständig bedrängt. Mal sehen. Ja, aber immerhin kommt er jetzt über 100 Truppen. Das ist doch schon mal was für Richard. Und was war hier? Wächter hat gut Truppen, also gut möglich, dass er jetzt stärker gewertet wird. Andererseits muss der Kardinal halt auch echt schauen, dass er sich hält. Wenn er angreift, ist eine riskante Sache. Sehr riskant. Und der Wächter hat halt hier jetzt auch echt viele Truppen. Ja, das war's. Eine Botschaft, Herr. Was für eine Blasphemie. Okay, ich sag mal, das Spiel ist gelaufen. Du kannst hier beschleunigen, weil... Wie soll Richard das schaffen? Erstmal den Khan killen, da hängt er schon hinterher. Und noch einer fällt unter meinem Schwert. Wenn er überhaupt Chancen gehabt hätte und... Ja. Das wird ihn lahmlegen hier. Der Angriff liegt lahm und der Wächter macht den Rest. Ja, aber schauen wir mal. Wie gesagt, gegen andere Teams haben sie vielleicht bessere Chancen. Richard Kardinal, es ist ja nicht so, dass hier auch jemand ausscheidet, noch nicht. Es geht ja erstmal um Punkte. Und auch Wolf Wulzek haben ja aktuell keine Punkte, deswegen wird sich zeigen, ob da die beiden Teams noch nachholen können. Ansonsten würden halt, wenn das so klar ist, die beiden weiterkommen, die jetzt aktuell führen. Also die beiden Teams. Und dann hätten die es halt gegen die anderen beiden Teams aus der B-Gruppe eventuell schwierig. Dann wird zumindest das Halbfinale eine knappere Sache, denke ich mal. Aber wie gesagt, wir werden sehen, wie die nächsten Spiele ausfallen. Ist ja abhängig von den Punkten. Und vielleicht kommen ja auch ein paar Unentschieden rein oder noch wenigstens eine Niederlage und ein Kill.
dass noch ein paar Punkte nachkommen bei manchen Teams. Wir werden sehen. Denn auch der Wächter ist nicht unbesiegbar mit seiner Burg. Habe ich schon mehrmals in Turnieren erlebt. Und das ist die Sache, weswegen ich auch den jetzt mit den Khan zusammengetan habe, dass der Wächter gar nicht so gut im Turnier war. Ich hatte den Wächter mit dem Bergbaumeister zusammen, was ich eigentlich als eine stärkere Kombi sogar gewertet hätte als das hier. Weil der Bergbaumeister halt noch defensiv stärker ist. Und Saladin halt jetzt den Bergbaumeister bekommen hat. Weil mit dem Khan das lief halt nicht, deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Ja. Wie schon mal erwähnt, es wird immer stärkere Teams geben und schwächere. Ich versuche es so ausgeglichen wie möglich zu machen und das hängt halt auch mit den Konstellationen zusammen. Wer gegen wen spielt. Ja, Richard ziemlich lahmgelegt. Khan zieht sich trotzdem erstmal ein bisschen zurück. Wird ihm aber nicht viel nützen. Ich sag mal, der nächste Angriff vom Wächter könnte schon entscheiden. Es sei denn, Richard hat hier noch so viel Truppen, dass er das klärt, aber dann wird es der zweite sein. Für Khan lief es echt gut. Boah, hier noch ein bisschen die Truppen beschießen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann hat der Wächter leichteres Spiel, die zu killen. Auch wenn das natürlich dauert, die tot zu schießen auf diese Weise. Aber es schwächt sie. Und der Wächter sollte hier leicht durchkommen. Ich meine, ist halt echt nichts mehr auf den Mauern. Die Stärke des Khans kommt hier voll zur Geltung. Und das ist halt auch total die Stärke von dem Team, dass der Khan meistens als der Stärkere gilt und der Wächter alle Angriffe abfängt. Zumindest von denen, die auf den Schwächeren gehen. Ja, Wächter lässt sich Zeit. Oh, wird wahrscheinlich noch ein bisschen sogar rekrutieren. Khan hat nicht so viel Truppen aktuell, aber genug Gold, der braucht das auch gar nicht mehr. Ist eh gelaufen. Oh, wo bleibt er denn? Der Wächter. Lässt sich Zeit, gibt doch nichts mehr zu verteidigen, auch wenn Richard gut im Angriff ist, aber... Glaubst du nicht, dass der bei dir durchkommt? Zumal der eh den Khan erstmal angreifen würde. Ja, so langsam werden die Richard-Truppen reduziert. Der Wächter rekrutiert irgendwie gerade gar nicht groß. Hat der echt mal ein Häuserproblem? Hätte ich nicht gedacht, dass das mal passiert bei ihm. Mist. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich. Muss der Khan halt selber machen. Aber er hat mehr Truppen und vielleicht machen die Reiter ja wenigstens was mit. Ja. Gratuliere, Khan. Danke. So wurde ich besiegt. Und meine wenn das hier schon nicht. In dieser elendigen Sandwüste wenn das hier schon nicht der Wächter machen kann, weil er blockiert war. Da muss ich mal gucken, ob ich die Burg vom Wächter da nochmal ein Haus reinstelle, dass er nicht das Problem bekommt. Aber in dem Fall war es zumindest für diese Runde überhaupt kein Problem, weil die beiden haben ziemlich klar gewonnen. Ja, damit haben wir die Entscheidung. Ziemlich deutlich dieses Mal auch. Aber wir gucken mal, was die nächsten Spiele bringen. Hier noch der Rest der Statistik. Vom Gold. Ja, da ist halt Khan auch echt gut drin. Ja, das war's erstmal und ihr seht gleich noch die Punkte und die Ergebnisse. So, hier haben wir die Ergebnisse. Ich habe übrigens gemerkt, dass ich da einen Fehler gemacht habe beim letzten Mal. Also ich habe 0 Punkte bei Wächter Khan eingetragen und 3 Punkte bei Richard Kardinal. Das ist natürlich andersrum vom Ergebnis. Ja, nächstes Mal wird Gruppe B spielen, morgen Ratte gegen Templer Schlange, Hin- und Rückspiel. Und danach Großvisier Schwein gegen Saladin Bergbaumeister, auch Hin- und Rückspiel. Und dann gibt es wieder Gruppe A, halt dann die anderen Konstellationen. Dann wieder Gruppe B, Gruppe A, Gruppe B, bis wir alle durch haben. Und ja, dann haben wir, denke ich mal, schon beim nächsten Block eine Tendenz.
Aber es wird sich natürlich erst entscheiden, wenn alle Spiele durch sind, weil es ja auch relevant ist von den Punkten. Wer dann Erster aus der Gruppe wird und wer Zweiter, weil die ja dann gegen den jeweils anderen spielen. Also wir haben es ja so, dass der Erste aus Gruppe A gegen den Zweiten aus Gruppe B spielt und den Ersten aus Gruppe B gegen den Zweiten aus Gruppe A. Ja, haben wir hier noch die Statistik, die aktuelle von Gruppe A. Die wird sich natürlich noch interessanter zeigen, wenn wir dann den zweiten Block durch haben, wie sich das Ganze entwickelt. Aber das ist jetzt schon recht eindeutig erstmal. Aber die anderen Spiele werden noch laufen. Da gucken wir mal, was da noch drin ist für die anderen beiden Teams. Ja, in dem Fall bin ich froh, dass ich nicht um 20 Kühe gewettet habe, zumindest auf das Spiel. Langfristig wird sich zeigen, mit Richard Kardinal, wie sich das entwickelt, oder auch besser gesagt mit Wächter Khan. Die betroffene Person, also mit der ich das ausgetauscht habe, wird wissen, was ich meine. Ja, andererseits, ich bin auch froh, keine 20 Kühe gewonnen zu haben, denn wo sollen die hin? Gar kein Platz für sowas und so viel Fleisch essen ist zum einen, glaube ich, nicht gesund und muss dann auch nicht sein. Naja, so viel von mir. Ich sag bis zum nächsten Spiel, morgen Ratte gegen Templer Schlange und freue mich auf euch, freue mich aufs Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal.